Hufeisen hat er genommen. Ach, ich verstehe. Die stehen im Weg. Komm mal, fahr mal bitte nur dahin. Fahr mal bitte kurz nach dahin. Und jetzt kann er rum. Okay. Ja gut, der hat das halt ein bisschen blöd gegriffen jetzt. Ne? So, jetzt hat das Silo Eisen. Zwei Stück. Okay, jetzt kommt hier auch Eisen an. Das Silo nimmt Kohle und er hier sollte doch eigentlich Kohle nehmen. Tut er aber nicht. Er greift keine Kohle, also. Und wenn ich stattdessen, warte mal, ich mache mal Pause. Ich mache mal M, dann nehme ich die Kohle mal weg und die auch und dann mal so und dann rutscht die rüber. Ne, das ist Quatsch. Irgendwie ist das blödsinnig. Irgendwie ist das blödsinnig gerade. Also irgendwie funktioniert das nicht. Versuche ich mal ein anderes Logistikteil. Was haben wir denn noch? Ein Sortierer. Ein Sortierer. Wenn ich das wegmache und mache da einen Sortierer hin. Jetzt ist die Frage, greift der Sortierer auch, ne? Zudem gebe ich jetzt Kohle meinen Auftrag. Ja, und der Sortierer macht ja nichts, oder? Nee, das ist jetzt Eisen. Eisen, Eisen, Eisen. Ich glaube, Eisen haben wir mehr als genügend erstmal. Was uns fehlt, ist die Kohle. Ja, jetzt läuft auch Kohle wieder. Also, der scheint auch zu sortieren noch da. Irgendwie, also irgendwie, ja gut, dann ist das ja jetzt der neue Greifer, der fehlt doch. Neu. Okay, dann greift jetzt der Filter. Meinetwegen. So, jetzt ist natürlich hier so gebaut, dass hier eigentlich Eisen wieder so im Kreislauf laufen sollte. Allerdings ist jetzt hier so. Nee, der hat auch nichts. Der hackt jetzt Kohle. Na gut, jetzt könnte man einen zweiten nehmen, der hier theoretisch Kohle holt nachher. Wo sollten die Bretter hinbringen, ne? Die Nägel, Dings, ja, ist also ein bisschen arscheng gebaut. Ist ja sowieso das Problem bei dem Ganzen, dass es irgendwo immer so arscheng gebaut ist. Okay. Das ist ein bisschen blöd. Jetzt habe ich hier hinten natürlich das Problem, dass es genau weit umdreht. Alter, gut, hier ist obwohl, ja gut, ich könnte jetzt sagen, er möge nur Eisen rausnehmen. Wenn ich einen Filter einsetze und dem sage, er möge nur Eisen rausziehen, dann sollte das eigentlich funktionieren. Ein Sortierer, besser gesagt. Ja, ja, einmal setzen reicht. Und der nimmt jetzt so die Eisendinger raus. Ja gut, da muss ich nicht kommen. Irgendwie tralala. So, dann mache ich die hier mal weg. Ich weiß nicht, wo sie landen, aber irgendwo landen sie bestimmt. Hier irgendwo in einem Lager. Vielleicht auch im Hauptlager, ich weiß es nicht. So, die bringen der Kohle in die Kiste und... In die Kiste rein. Moment mal. Ja, der Greifer greift einfach. Unsortiert. Ist okay. So, jetzt kommt hier ein Eisen. Und hier ist Kohle. Ja, jetzt blockiert Kohle das Eisen. Ist schon irgendwie blöde. Ah, das ist alles ein bisschen blöd gebaut. Aber na gut. Also hier hinten den Mist haben wir jetzt weggemacht. Und zudem. Also Eisen wird, jetzt sind da 1000 Bretter drin.
Okay, da bringt jemand die Bretter weg. Allerdings, die Bretter brauchen wir auch irgendwo. Unter anderem hier. So, warte mal. Dann würde ich sagen, du holst jetzt von hier aus Bretter und bringst die dahin. So, dann hätte der schon mal Bretter. Jetzt müssten hier eigentlich Nägel ankommen. Allerdings, ja, Nägel, doch, wir produzieren auch Nägel. Und die Nägel kommen hierher. Jetzt müsste man gucken. Hier ist Eisen und Nägel. Okay. Also dementsprechend könnte er hier jetzt zum Beispiel Nägel nehmen. Und auch hierher bringen. Dementsprechend kriegen wir verstärkte Bretter. Irgendwann daraus. So, jetzt stehen die sich wahrscheinlich wieder vollkommen gegenseitig im Wege rum. Ja, das ist toll. Das ist super, das ist wunderbar. Warte mal, du brauchst jetzt nur Nägel, ne? Vielleicht werde ich auch so einen Schubkarren hier wegnehmen. Warte mal, ich lösche mal ein. Müsste er hier eigentlich wieder fahren? Ja, danke. So, dann könnten wir zumindest vielleicht hingehen und hier ein Fließband einsetzen. Quasi, dass wir da den Dings rausnehmen. Dass wir hier schon mal ein Förderfließband haben. Da fahren wir dran vorbei, danke dir. So in der Richtung. Und da setzen wir jetzt einen Greifer ein. Quasi, ich hoffe, das funktioniert dann auch wieder. Nee, nicht einen Schieber, einen Greifer hätte ich gerne. Beaver bauen, ne? Tralala, ne, das ist auch eine Logistik und dann ein Greifer, genau. So, jetzt müssen wir kurz Pause machen, damit wir den Greifer auch einstellen können. Und dass der Greifer auch wirklich nur Nägel greift, weil das andere Zeug brauchen wir nicht. Erstmal. So, und dementsprechend hätten wir jetzt Nägel hier. Und er würde mit den Nägeln schon mal geliefert. Das ist ja toll. Jetzt ist nur das Problem mit den Brettern. Na ja, gut. Er hier hat Bretter, steht hinter dem und ja, toll. Das ist super, weil das funktioniert überhaupt nicht. Ne? Also, das könnte man natürlich folgendermaßen machen. Er nimmt die Bretter und bringt es hierher. Jetzt ist hier natürlich auch nichts eingestellt. Also er bringt die Bretter rüber. Es sind ja genügend Bretter da. Jetzt könnte man natürlich ein zweites Fließband anbringen. Allerdings, ja, dieser Baum, der stört einfach. Ne? Dieser Baum, der ist einfach so, ja, irgendwie so da. Ein so da Baum. Gut, Holz können wir jetzt hier nicht gebrauchen in dem Sinne. Allerdings, ja, irgendwie werde ich vielleicht ein Mannequin reinsetzen. Was jetzt explizit diesen Baum fällt und die Bretter jetzt nach, oh wow, hier hinten hinbringt, zum Sägewerk. Was ist hier los? Wow, was ist mit den wachsend? Okay, die wachsen wieder. Und er kommt gar nicht. Achso, warte mal, wir müssten hier hinten eigentlich Bäume pflanzen. Können wir eigentlich Bäume pflanzen? Das weiß ich gar nicht. Landwirtschaft, Baumsetzer. Okay, könnten wir theoretisch machen. Zwei Dunk, 20 Dings. Können wir eigentlich Bäume so pflanzen? Pflanze Baum. 50 Tocken. Kann nur auf einen Baumfeld platziert werden. Okay, also müssen wir ein Baumfeld bauen. Das ist schon ein bisschen lustig mit der Landwirtschaft. Wo haben wir denn ein Baumfeld? Pflanze Getreide, Pflanze Dings. Baumsetzer. Farmfeld. Was ist denn ein... Brauche ich jetzt... Oh Gott, brauche ich jetzt lauter Baumsetzer, um da Bäume hinzusetzen? Kann das sein? Dann bräuchte ich jede Menge Metall.
So, jetzt müssen wir mal gucken. Metall müsste hier auch irgendwo sortiert werden. Und zwar auch hier rein. Und da ist jetzt jede Menge Holz drin. Jede Menge Holz. So, warte mal. Du holst jetzt mal von hier das Holz und bringst es ihm. Wir müssen da mal ein bisschen gucken. So, jetzt ist das natürlich irgendwie Blödsinn, weil wir könnten ihm auch sagen, jetzt nimm mal das Holz von hier und bring es dahin. Ich glaube, es macht mehr Sinn. Jetzt kann er schon mal produzieren. Ach, warte mal, hier vorne ist auch... Warte mal, da ist ein Stück Fließband, ne? Holz von da nach da. Und er fährt schon mal dahin und nimmt dann... nee, du sollst das fertige Produkt nehmen. Oh, es gibt was zu futtern. So, Moment. Ich muss mal hier ein bisschen umplatzieren. Oh, das sieht ja köstlich aus. Hast du gegrillt? Mit dem Grill draußen drin? Hier mit dem Kontaktgrill. Also mit dem Elektro. Mit dem Kontaktgrill. Hm? Kontaktgrill. Ah! Okay. Und kein Rauchmelder ist losgegangen. Ist ja Hammer. So, ja, dann, ne? Ich werde mal hier ein wenig köstlich dinieren. Ja, es ist ja auch Abendbrotzeit. Wobei, ja, wir uns letztens sogar über dieses Wort dinieren, weil dinieren heißt für mich eigentlich nur essen. Ja, also... Allerdings, wir haben festgestellt, dass dinieren aus dem Französischen kommt. Wir haben ja auch so viele Wörter aus dem Französischen. Und ja, das ist eigentlich, wenn man es übersetzen würde ins Deutsche, ist es die Hauptmahlzeit. Allerdings, das Dinner im Englischen ist meistens die Abendmahlzeit. Also, und darüber haben wir dann überlegt, Moment mal, in Amerika und England essen sie wohl hauptsächlich abends die Hauptmahlzeit, oder wie? Das kann ja gar nicht sein. Also, denkt man nicht so. Aber es ist ja eigentlich auch so ein bisschen eingebürgert, auch hier schon, dass man eigentlich schon, so wie bei uns auch, ne, man hat ja gar nicht die Zeit mehr. Irgendwie früher war so, da hatte man den Mittagstisch, ja, da hatte man mittags, war die Hauptmahlzeit, so ungefähr. Aber es verschiebt sich alles immer weiter dahin, weil wir den ganzen Tag irgendwann am Machen, am Schuften, am Malochen sind und. Und man abends überhaupt mal wieder mit der Familie zusammenkommt, so ungefähr, und dann quasi erst wieder mit der Familie gegessen werden kann. Ja, und das finde ich ein bisschen traurig. Das ist ein bisschen schade eigentlich, ne? Aber okay, man gewöhnt sich auch daran und das ist, finde ich, gar nicht so schlimm. Wobei man ja meistens sagt, ja, dass man ja gerade abends, laut alten Regeln, eher essen solle wie ein Bettler. Und wenn man dann jetzt abends die Hauptmahlzeit nimmt und danach ins Bett geht, ist irgendwie ganz schlecht, ne? Also... irgendwie. Aber ich gehe ja meist nicht zu Bett, ne? Also ich bin ja mehr so auch sowieso eine Eule, eine Nachteule, wie man so schön sagt. Und morgens, da kannst du mich totschießen. Da komme ich eh nicht aus dem Bett, so ungefähr, ne? Also, ja. Das ist halt so eine Sache, ne? Das ist ja auch bewiesen, dass es verschiedenartige Menschen gibt, ja? Also die einen, die sind Frühaufsteher. Ja, die fallen schon aus dem Bett, bevor der Hahn kräht. Und der andere, der steht irgendwann mittags auf und sagt, hey, jetzt kann der Tag beginnen. Ja, und der ist aber auch dann, es ist sogar nachgewiesen, dass das meistens die eher kreativen Leute sind. Der ist dann aber auch meistens bis spät in die Nacht oder so wach. Ja, und gerade beim Stream und so, also ist man auch manchmal bis spät in die Morgenstunden wach, ne? Und mich stört das nicht, aber ja, das ist halt so eine Sache, ne? Man lebt auch so ein bisschen nebeneinander her. Das ist ein bisschen blöd. Ja, deswegen habe ich auch meinen Streamplan ein bisschen umgeändert,
dass man auch mal so sagt, hey, nee, der Tag, ne, XY, der Woche oder so. Es muss ja nicht unbedingt Sonntag sein, weil meine Dings arbeitet ja auch sonntags, ne, meine Liebste, und auch samstags manchmal. Und ist halt so. Und ja, da ist das Problem dann eben, ne, findet man Tag. Ne, sowieso, ich bin ja auch Einzelhandelskaufmann gelernt und so weiter. Und ja, du hast ja auch nicht dein Wunschtag war frei oder so. Oder? Also wo ich noch gearbeitet habe und so. Und ja. Wobei, ich muss ja sagen, es ist ja schon wieder die Ausbildung 5 Jahre her und so weiter und so fort. Und dementsprechend bin ich ja wieder ungelernt. Ja, aber als Verkäufer könnte man mich ja trotzdem einstellen. Ne? Finde ich auch total bescheuert. Ja, also ich habe ja eins als Kaufmann gelernt. Also ist ja mehr dran als beim Verkäufer in dem Sinne. Ist ja auch die Ausbildung ganz andere in dem Sinne. Aber nicht mal als Verkäufer wirst du eingestellt. Wo ich denke, was soll der Scheiß? Ja, also ehrlich. Ist irgendwie traurig, aber na gut. Ah, das ist eine andere Geschichte. Ne? Da heißt es ja auch, mir fehlt es eben an der Erfahrung, so ungefähr. Und so würde ich dann sagen, okay, ich beschäftige mich eigentlich schon mein Leben lang mit Wirtschaft und mit Marketing und Markt überhaupt und tralala und aber mir fehlt es natürlich am Praktischen, so ungefähr. Ja. Schon auch sagen, naja, also ich weiß ja nicht. Schon meine allererste Ausbildung war in einem Einzelhandelsgeschäft für Lebensmittel, wobei ich da auch gesagt habe, naja, Lebensmittel ist so eine Sache, möchte ich irgendwie nicht mehr machen. Vor allem, ja, weiß ich auch, was für ein Stress das teilweise ist und so. Vor allem, es wird ja immer mehr Arbeitsstellen abgebaut, ja, und immer mehr sollen sie leisten und dies und das und tralala, und dass die Leute dann irgendwann mal die Schnauze voll haben, auf gut Deutsch gesagt, ist nicht verwunderlich. Ne? Wobei ich bei manchen auch denke, die haben sich irgendwann falschen Job ausgesucht. Ja, man muss wissen, worauf man sich einlässt. Ist halt so. Das ist genauso, als wenn ich jetzt Krankenpfleger wäre oder sonst was. Oder meckere ich darüber, dass ich am Samstag arbeiten müsste. Teils auch sonntags. Gut, okay, das hat sich so im Einzelhandel etabliert. Aber hey, das ist halt so. Ne? Also, da sage ich auch, ob ich jetzt am Samstag oder am Sonntag arbeite. Oder mal beides. Also, ist jetzt auch nicht der Weltuntergang. Sagen wir mal so. So, aber bevor es jetzt das Essen ganz kalt wird, was mein Liebste mal gemacht hat, werde ich mal die Cam ausmachen und dann schauen wir mal. Aber irgendwie läuft das immer noch nicht so richtig, ne? So richtig rund läuft das halt nicht. Naja, aber das ist halt so, ne? Also, man muss immer optimieren, wobei ich sage, ja, ist ja schön und gut und immer mehr Geld machen und bla und blö. Aber man sollte auch ein bisschen dran denken. Mit arbeitender Menschen und keine Maschinen. Und es kaufen dort auch Menschen. Ja, auch wenn man manchmal nur den Kopf schütteln kann und sagt, Mensch, denk doch mal dran, du wirst von Menschen bedient. Ja, und sonst was. Wobei, man muss auf beiden Seiten sagen, Leute, ihr seid alle nur Menschen und Fehler passieren und sonst was. Und seid doch einfach mal ein bisschen herzlich zueinander, ja. Und so weiter. So meine Meinung. Aber hey. So. Ich werde jetzt endlich dinieren. Ich hoffe, ihr habt auch alle lecker zu essen und so. Und ja. Gut. Na dann. Lecker, lecker, yum, yum. So. Schauen wir mal. Ja, steht jetzt dem wieder im Weg, ne? Kann das sein? Hier ist alles voll mit Brettern. Na gut, der braucht jetzt, glaube ich, gar keine Bretter. Ach, das ist ein Lagerhaus. Lol. Moment mal. Ist das ein Lagerhaus?
Okay, und der macht